Ich hoffe, dass in den nächsten Runden vom Kabinett Aufträge kommen, die ein bisschen angenehmer sind als ne, 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 ne. Und keine Ahnung, hier fang hier Krieg an, fang da Krieg an. Keine Ahnung, ich könnte vielleicht noch ein bisschen rumtelefonieren. Ruf mal immer wieder an, der mag uns ja wenigstens. Thank you for taking my call. Oh, wir haben eine neue Gesprächsoption, wie ich sehe. We would like to deepen the long-standing cooperation that exists between our two nations. We enjoy our privileged relationship and look forward to accomplishing great things together. Sehr gut. Der ist in Ordnung. Ja, Öl produzieren wir ja selber. Das. Wie zum Henker kann ich denn? Apologies, but I must go. Let us speak again later. Goodbye. Wie kann ich denn unsere Sachen exportieren? Wir exportieren nichts. Soll ich mal die Steuern ein bisschen erhöhen? So auf 16. Flupp. Kann man aber machen. Oh. Aha. Königliche Bank Liechtenstein. What? Ach so, ich verstehe. %. Was? When the game ends? Okay. Soll ich da einfach mal was drauf packen? So. Packen wir da mal 16 Millionen drauf. Mal gucken, was das bringt. Wird das dann irgendwie mehr? Kriegen wir irgendwie Zinsen hierfür? Ich probiere es einfach mal aus. Kann sein, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Aber ich weiß es nicht. Wie kann ich denn sagen? Wie kann ich denn sagen, dass ich das jetzt irgendwie handeln will? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich kann noch mal das Hühnchen anrufen, warum nicht? Thank you for taking my call. Soll ich mal das hier sagen? We want to work with you to advance human rights and freedoms in the region. Ja, ganz ehrlich, fick dich. Apologies, but I must go. Let us speak again later.
Ach, die Beziehung ist wieder ein bisschen besser geworden, da immerhin. What? What? Aha. Anti-Western Terrorists? Aha. Okay, das ist natürlich tricky. Also irgendeine Terrororganisation hat hier in meinem Land ein Trainingscamp aufgestellt, um seine Leute zu rekrutieren. Ich könnte die auch noch unterstützen. Sehr gut. Ich könnte die USA fragen, ob sie zusammen mit unserem Militär gegen dieses Camp vorgehen und das ausrücken. Ich meine, ganz ehrlich, solange die USA hier keine Militärbasis aufstellen, ist ja noch alles gut. Oder hier mit ihren Leuten dann bleiben. Das muss ich auf jeden Fall verhindern. Das, was sie aktuell in der Realität machen, sich einfach in die ganzen Länder einzupflanzen. Nee, also alleine möchte ich das Camp nicht stimmen. Ich frage mal die USA, was die dazu meinen. Gut, gucken wir mal in die Zeitung. Ist da jetzt irgendwas passiert? Okay. Will die Beziehung natürlich nicht so mega strapazieren. So, mal gucken. Passiert hier irgendwas? Kann es sein, dass es nur so eine Art Bunker ist? Moment. Wir wurden genau 20% eben abgezogen von der Summe, die ich eingezahlt habe. Kann das sein, dass das so eine Art Notreserve ist? Und dann später einfach nur zu den Punkten hinzugezählt wird? Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ich brauche Knete. Ich muss Sachen exportieren, aber ich weiß nicht, wie das geht. Was ist das denn jetzt hier? Aha. 74%. Ja, kann ich gleich mal gucken. Weiß ich hier schon was? Ohne Spaß, könnt ihr die vielleicht mal ein bisschen besser ausspionieren? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warte, was? Hier, die Patrioten. Wie sieht's denn da aktuell aus? Und wie viel Prozent steigt das denn pro Runde? Gar nicht. Natürlich ganz toll. Hm.
ja. Sollen wir mal ein bisschen Überwachungskameras testen? In 5 Zügen um 10% steigern. Das könnte ich so theoretisch schaffen. Natürlich werde ich diese Kameras nur verwenden, um Verbrechen aufzuklären. Natürlich. Das steht sich ja von selbst. Ich stelle das hier auch mal kurz aus, damit das ein bisschen geboostet wird. So, gucken wir uns mal wieder ein bisschen die Infrastruktur an. Jetzt habe ich nicht genug Knete. Tja. Wie exportiere ich? Wie exportiere ich? Das ist die große Frage. Ich weiß, wie ich importiere, ich weiß nicht, wie ich exportiere. Hier, Metall. Wieso kann ich hier nicht jetzt sagen, irgendwie... Keine Ahnung, exportiert die Scheiße. Wie exportiere ich meine Güter? Trade Agreements. Das muss doch irgendwie hier rüber gehen. Ich weiß auch gar nicht, was die benötigen. Die brauchen Öl. Kann ich die nicht irgendwie Öl verticken? Ich kann ja die gerade nochmal anrufen. Would you be free to meet sometime in the next few weeks? It is always a pleasure, Your Excellency. I would be happy to meet with you when an opportunity opens in our busy schedules. Okay, vielleicht können wir die ja dann irgendwie mal fragen nach einem Handelsgedöns. Thank you for taking my call. Ich will nichts kaufen, ich will was verkaufen, verdammt. Ah, Mann. We want to work with you to advance human rights and freedoms in the region. It is interesting to hear you say this. The people enjoy many freedoms here in Tajikistan. Can you truly say the same about Basanji? Aber natürlich, hallo? Apologies, but I must go. Let us speak again later. Goodbye. Hey, komm. So. Aha. Hmm.
Die Fundamentalisten, die mögen das dann nicht. Ja, komm, diese ganzen Glaubensdinger. Ich glaube, ich werde zu dieser, kann man das Demo nennen, was die da machen, zu dieser Demo ein spezielles Meeting anordnen. Das ist ziemlich das Beste, was ich machen kann. Ich kann zwar sagen, ja, ich denke drüber nach, aber das hier ist ja nicht verbindlich. Ich denke mal, ich mache das hier. Dann könnte, ja genau, considering, genau, dann könnte man die Reform eventuell umsetzen in dem Land. Das ist so ziemlich das Beste, um auf die Leute einzugehen, die da demonstrieren. Ja, die Fundamentalisten können mich mal ganz ehrlich am Arsch lecken, ey. Ach, da ist er ja schon. Guten Tag. Na, schwitzige Hände, ne? Ganz schön warm hier. Thank you for seeing me, Ambassador. It is my pleasure. Tell me, how are you enjoying our country? This is my third post into the region, and my family is very happy here. I am pleased. If there is anything we can do to make things more comfortable for you, please do call upon us. Ja, das erste werde ich nicht machen. Ja gut. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie sowas ansprechen wie hier. Wollt ihr nicht von uns Öl haben? Ich habe genug. I believe that is all I have to say for the moment. Very well. Thank you for your hospitality. I hope we can chat again soon. Oh, okay. Wie kann ich das ändern? Hier, Typ, komm mal her. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Ratschläge. How may I be of service? Do I still have the confidence of our parliament? Our parliamentarians are very worried about state finances. Without sufficient financial reserves, our options to address issues will be limited. Make sure we get sufficient income from trade and taxes and keep a close eye on our expenses. Ja, wie exportiere ich denn, du Lutscher? Wieso habe ich denn jetzt eigentlich minus 4 hier? Und ich habe doch gar nichts gemacht. What? Wieso habe ich denn jetzt minus 4? Wollt ihr mich verarschen? How is our international reputation? Relations with some of our neighbors are poor. You should reach out to them and try to find common ground. Mhm. Any news from the polling agencies? How is the mood of our people? Excellency, our fundamentalists are very skeptical about the regime. I suggest adopting policies to gain their support. Promote faith, charity, and tradition. Thanks. That's all for now. Ach du heilige Scheiße. Kann es sein, dass es irgendwie gar nicht gut läuft? Ich verliere den Respekt gegenüber dem Militär. Das ist natürlich nicht so gut. Also, zwei Drittel der Bevölkerung findet mich richtig geil. Nur diese Spackos, die mögen mich nicht. Was kann ich denn machen, damit das Militär mich irgendwie wieder mag? Den einen Quest fürs Parlament, den erfülle ich ja gerade quasi. Oh, do you have any orders, Excellency? How is morale within our armed forces? The armed forces are satisfied with your leadership. They know you are doing your best. Mhm. Thanks. That's all for now. Wie komme ich schnell an Knete? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich nehme an, hier hat sich das Geld auch nicht vermehrt. Ich habe das da einfach nur blöderweise eingelagert, um am Ende Bonuspunkte zu bekommen, oder? Na, geil, kann ich es eigentlich auch wieder rausnehmen irgendwie. Mega geil.
my call. Ich kann nur das eine sagen, okay. We would like to deepen the long-standing cooperation that exists between our two nations. Apologies. Sehr interessant. Let us speak again later. Okay, ich muss ja mal alle gucken. Die Working Conditions sind nicht wirklich gut. Wieso geht das denn jetzt hier auf einmal so schnell wieder runter? Boah, ist echt nicht so einfach, ey. Ja, wir müssen das hier auf jeden Fall hinkriegen. Eigentlich wäre es ja gut, wenn ich das dann runter mache, damit quasi die Inländer dann mehr zu tun haben. Was möchten die denn hier dann haben? Ach so, okay. Was? Lol. Ja, so, natürlich. Die Kapitalisten näher. Ja, also sorry, das werde ich jetzt hoch machen. Das beruhigt doch dafür dann wieder ein bisschen, dann mache ich das so. Mal diese Kapitalisten, ey. Schlimm. Dann mache ich das so. Ah, man kann sowieso nicht alle glücklich machen. Das ist so ziemlich unmöglich. Mal gucken, was so in der Zeitung steht. Ach ja, die Zeitung. Wie kriege ich denn das jetzt wieder in Ordnung eigentlich? Ach, die Spackos drehen durch. Ach, leck mich doch am Arsch. Meine Güte nochmal. Es muss wieder irgendwelche scheiß Gesetze machen, damit die glücklich sind, weil die gerade durchdrehen. Ach, Freunde. Keine Ahnung, kann ich das höchstens noch so machen? Aha. Okay, unser Bildungssystem wird kritisiert, wenn ich das mal so grob zusammenfassen darf. Gut, ich sag mal so, ich steck da schon alles Geld rein, was ich quasi habe. Ich könnte auch ein bisschen mehr reinstecken. Aber wieso gleicht sich das eigentlich nicht aus? Ich meine, die hier, die hassen uns, aber die anderen mögen uns doch. Und die sind in der Mehrheit. Das müsste ich doch eigentlich ausgleichen, dass hier nicht minus 4 steht, vielleicht, sondern keine Ahnung, wie ist es plus minus 0, weil
wir haben ja die Mehrheit auf unserer Seite. Es sind ja nur die einen. Ich meine, das kann jetzt nicht ewig und ewig weiter sinken, weil die sind ja nicht die Mehrheit. Das ist ja nur eine von vier Gruppierungen. Das ist eigentlich, verstehe ich nicht, wieso es jetzt dauerhaft runtergeht. Es ist nur eine Gruppierung von vieren. Wir haben also die Mehrheit auf unserer Seite. Also eigentlich dürfte das nicht ewig weit sinken. Eigentlich dürfte das jetzt schon gar nicht mehr sinken. Okay, wir investieren für 20 Runden lang 5 Millionen pro Zug nochmal in den Ausbau der Schulen. Wir stecken da auf jeden Fall Geld rein ins Schulsystem. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Sehr gut. Von minus 4 auf minus 3 gesunken, weil wir den Quest gemacht haben. Aha. Was? Wo kann ich das nachgucken? Assembly-Menü? What? Aha. Hier vielleicht? Ich habe jetzt irgendwas bekommen oder so. Lol. Was ist das denn? What the fuck? Okay. Lol. Hier kann man sich Perks freischalten. Wie ist das denn? Ja gut, ich habe aber noch keine XP. Da will er jetzt erst hingehen, okay. Ach, von minus 3 auf minus 2. Hier ist plus 1, okay. Hier. 20 Loyalität. Bam. Okay. Jetzt habe ich hier extra Loyalität bekommen, oder was? Boah, Mann, 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 ey. Okay, ich würde sagen, diese eine Runde mache ich noch. Dann mache ich immer eine Aufnahmepause. So. Ach du heilige Scheiße. So, machen wir das mal wieder so. Ach, hier habe ich jetzt einen Bonus bekommen, oder was? Nee, hier habe ich übelst einen Bonus bekommen, weil ich den Quest gemacht habe, alles klar. So, die Steuern tue ich mal wieder ein bisschen runter gerade. Ganz ehrlich, hiermit passiert doch nie was. Komm, das suche ich mir wieder. Was? Muss ich verarschen? Muss ich da erstens wieder was einzahlen, damit ich mir irgendwann später wieder was rausnehmen kann? Und Spaß, kann es sein, dass diese Wichsbank mich abgezogen hat? Scheiße. Ja, hammer geil. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. So, kann ich irgendwas Richtung Infrastruktur machen? Ja komm, zack.
Gib ihm. Kann ich nicht. Okay. Wieso kann ich das nicht? Hm. Achso, wahrscheinlich, weil das andere noch nicht fertig ist. Ja. Mega gut. Hm. Ich würde gerne irgendwas von diesem Geheimprogramm starten, wenn ich ehrlich bin. Hm. Space-Programm. Boah, ich kriege aber nicht so viel. Hm. Kann ich eigentlich auch ins Minus kommen? Eine gute Frage. Wir können mal ein bisschen telefonieren. Ja, ich verstehe immer nicht, wie ich das mit dem Export hinkriegen soll. Hm. Oh, das ist aber mächtig am Steigen. Oh. Öl sah auch mal besser aus. Oh. Also hier Kleidung und Elektroteile sind nicht so mega pornös. Das handelt natürlich aber auch keiner. Geil. Hier, Hühnchen, was sagst du dazu? Nochmal ein Huhn zum Abschuss? Thank you for taking my call. Hm. While we may glorify the old ways, we must not fall victim to the trap of institutionalizing it into the state. Verstehe. Apologies. But I must go. Let us speak again later. Ich komme irgendwie ein bisschen verarscht vor, möchte ich mal anmerken, aber okay. Oh, das hat ihm ja super gefallen. Ja, was hat unser Kumpel dazu? Thank you for taking my call. Hmm. Tja. Ach, sorry, ich habe mich nur verwählt. Apologies, but I must go. Let us speak again later. Goodbye. What? Lol. Ach du heilige Scheiße. Oh, Moment, jetzt habe ich hier gerade fast das umgeschmissen. Was? Was bedeutet das denn?
Boah, alter Vater, was soll ich denn jetzt nehmen? The Death of Xena the Hyena. What the fuck? Der ist wieder zurück ins Amiland geflohen, wo wir ihn nicht weiter verfolgen können. Okay, ich kann nur das oder das machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieses Wort hier bedeutet. Keine Ahnung, soll ich das einfach machen? Das macht die Kapitalisten fröhlich. Das macht GDP. GDP. Okay. Die Patrioten mögen das nicht. Okay, da habe ich ja sowieso einen Puffer. Die Liberalen mögen das auch nicht. Hier, ich will diesen Wichser irgendwie auf jeden Fall kriegen. Keine Ahnung, ich muss ja irgendwie das nehmen. Ich weiß nicht, was das Wort hier bedeutet. Das könnte ja alles sein. Ach, hier, komm. Ach. Boah, ich würde mal sagen, das war eine mehr oder weniger erfolgreiche Aufnahmesession. Ich bin mal gespannt, was für Konflikte in Zukunft noch auf uns zukommen, ob wir die Bevölkerung weiterhin auf unserer Seite halten können, ob unsere Nachbarländer irgendwie Konflikte wollen oder irgendwie bald mal was anzetteln. Ich weiß es nicht, ich bin auf jeden Fall gespannt. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Rogue State. Haut rein, bis dann, ciao.